Draußen ist der einsame Wanderer. Was haben wir denn da? Hoss und Hopf hatten es schon angedeutet, dass es da einen lustigen kleinen Rechtsstreit gibt. Jetzt kommen wir mal dazu, was hier in diesem Land so alles schiefläuft. Gericht verlangt Löschung von Podcast-Folge, weil Transfrau als Mann bezeichnet wurde. Ich nehme es vorweg, die Wahrheit wird kriminalisiert und bestraft. Das System muss mit Strafe und Macht durchsetzen, was die Wahrheit nicht hergibt. Das kann ich jetzt schon mal sagen, das ist hier der Fall. Eine Folge des Podcasts Hoss und Hopf muss gelöscht werden, weil dort eine Transfrau, also ein biologischer Mann, der sich als Frau identifiziert, als Mann bezeichnet wurde. Ein Gericht erließ eine entsprechende einstweilige Verfügung gegen die beiden Moderatoren. Die Wahrheit braucht keine Gewalt. Nur die Lüge braucht Gewalt, um durchgesetzt zu werden. Der bekannte Podcast Hoss und Hopf wurde gerichtlich gezwungen, eine eigene Episode zu zensieren. Die beiden Finanzinfluencer Kiara Shosheinpour und Philipp Hopf sprachen in einer Folge des Podcasts über den Rechtsstreit zwischen einer Transfrau, also einem biologischen Mann, der sich als Frau identifiziert, und einem Frauenfitnessstudio in Erlangen. Im Verlauf der Folge bezeichneten die beiden Moderatoren die Transfrau mehrmals als Mann. Ja, und das tue ich auch. Ich werde das tun, bis dieses Video gelöscht wird. Weil es so ist. Weil jemand, der als Mann geboren wird, mit männlichen Geschlechtsorganen, wir reden hier von einem ganz normalen Fall, nicht von irgendeinem Spezialfall, wie meinetwegen mit beiden Geschlechtsmerkmalen geboren oder so. Davon reden wir nicht. Wir reden davon, dass als Mann geboren wird, männliche Pubertät durchgemacht hat, wenn es eine männliche Pubertät gibt, ihr wisst, was ich meine, wenn das zum Mann herangewachsen ist, männliche Geschlechtsorgane hat, männlichen Körperbau, etc. Dann ist es völlig egal, und das sage ich so, wenn der dann sagt, ich fühle mich aber als Frau, ich verbiete euch das, ihr dürft das nicht, weil das ist nicht wahr. Doch, das ist wahr. Du bist ein Mann. Weil die biologischen Fakten dafür sprechen, dass du ein Mann bist. Und deine Gedankenwelt, so krude und verschwurbelt sie sein mag, kann nicht die Realität hinweg definieren. Deshalb brauchst du ja auch Klage, die Macht des Systems, das die Lüge stützt. Weil du bist ein Mann. Denn es gibt ja nichts außer deinem persönlichen Gefühl, das dich zur Frau macht. Und der Punkt ist, mit dieser Argumentation, meine Gefühlswelt bestimmt dein Leben und Handeln und deine Realität, kann ich von dir alles verlangen. Ich könnte genauso sagen, ich bin ein Auto und wenn du das anders siehst, verklage ich dich. Das wäre exakt genau die gleiche Argumentation. Da gibt es keinen Unterschied. Denn es gibt keine Fakten, auf die sich die Aussage stützen kann. Weder fürs Auto noch für die Frau. Soziale Konstrukte und so ein Schwachsinn kannst du vergessen. Das ist Bullshit. Du kannst allenfalls sagen, ich bin oder habe den Geist einer Frau im Körper eines Mannes. Aber du bist dann körperlich immer noch ein Mann. Punkt. Und darüber diskutiere ich auch nicht. Weil, wenn wir das anfangen und wir machen es ja bereits, dann haben wir folgendes Problem. Und ich sage es immer wieder. Dann gibt es keine, in Anführungsstrichen, objektive Realität mehr. Es gibt keine Realität mehr. Weil ich dann immer sagen kann, in meiner Gefühlswelt ist das anders. Und wenn du das so nicht siehst und nicht willst, verklage ich dich. Damit hört Realität auf. Sie existiert nicht mehr. Und das machen die Linken immer. Die Neulinken, nicht die Altlinken. Ja? Sie sagen, oh, you offend my feelings oder ich fühle mich aber so und wollen dich dann zwingen, dass sie ihre Realität dir überstülpen. Und das geht nicht, weil damit kannst du alles machen. Das ist genau wie die Geschichte mit, wenn ich mich beleidigt fühle, dann ist das Diskriminierung. Nee, damit hebelst du jegliche Demokratie aus. Wenn du sagst, ich fühle mich aber so und deshalb darfst du das nicht, gibt es keine Demokratie mehr. Weil dann werde ich dir zu allem, was du kritisch sagst, sagen, zu allem, was mir nicht gefällt, you hurt my feelings. Oder ich fühle das aber anders und dann ist es halt so. Das ist Wahnsinn. Das ist Diktatur und Ende von Demokratie. Wir müssen diesen Irrsinn aus diesem Land streichen. Der muss demokratisch abgeschafft werden. Ich habe nichts dagegen, wenn Leuten, den wenigen Fällen, wo das echt ein Problem ist und ihr Geschlecht wechseln wollen, das ermöglicht wird. Dann sind sie aber immer noch keine echte biologische Frau, die so
gewachsen ist, sind dann auch ein umgebauter Mann. Und das muss ich auch sagen dürfen, denn das ist die Wahrheit. Denn sie sind nicht als Frau geboren. Da gibt es auch überhaupt keine Diskussion drüber. Und was wir hier sehen, ist Wahnsinn. Die Umstülpung aller Werte. Böse Zungen würden sagen, genau wie bei der Geschichte um Olympia, das ist satanistische Agenda. Ich bin jetzt ja kein überreligiöser Mensch, aber ich verstehe, wenn Leute so argumentieren, weil das die Umkehrung aller Werte ist. Und alles, was wahr ist, wird in die Lüge verwandelt. Ja, ich kann es nachvollziehen, wenn Leute so argumentieren, religiös. Ich kann es verstehen. Gut, also wie war es auf jeden Fall? Die betroffene Transfrau hatte nämlich geklagt. Das Gericht sah durch die Bezeichnung als Mann die Persönlichkeitsrechte des biologischen Mannes als verletzt an. Laut Gericht waren die Äußerungen im Podcast kein Angriff auf die Menschenwürde. Zu einer Entscheidung kam der Richter schnell, der Prozess endete in einem Eilverfahren ohne mündliche Verhandlung. Genau, es wird hier abgewickelt, es wird hier durchgesetzt. Erfüllungsgehilfen sind die Richter. Nichts anderes. Und das ist natürlich das Totschlagargument. Immer wenn jemand was durchsetzen will, was ihm nicht gefällt und was Schwachsinn ist, dann sagt er, du hast deine Menschenwürde verletzt. Menschenwürde. Ja, ich sag's mal so ganz brutal. Geschissen habt ihr auf meine Menschenwürde in der Corona-Zeit. Es war Latte. Das wird noch nicht mal aufgearbeitet. Ist völlig egal, ja. Und hier kommt wieder mit Menschenwürde. Geht mir echt weg damit, ja. Krieg Plack, ne, wenn ich das höre. Was hier passiert, ist das Übliche. Wir nutzen das Grundgesetz und das ist wieder auch diese satanistische Umkehr, wie würden jetzt religiöse Menschen wahrscheinlich sagen, die wieder die Werte verkehrt. Das Grundgesetz war dazu da, um den Deutschen eine Rechtsstaatlichkeit zu geben und ihn zu beschützen, nicht um gegen ihn verwendet zu werden. Jetzt wird der Paragraph 1, der zum Schutz sozusagen des Individuums da war, gegen die Mehrheit verwendet, weil wenn ich nämlich sagen würde, das habe ich schon mehrfach behandelt, du bist kein richtiger Deutscher, weil du bist nicht deutsch geboren, du hast keine deutsche Ethnie und keine deutsche Kultur und keine deutsche Sprache, dann ist das ein Bruch des Paragraphen 1. Da kassiere ich die Menschenwürde ein. Das ist offiziell so. Du darfst, was in anderen Ländern normal ist, nicht sagen. Deshalb ist ja auch ein Söldner so ein Staatsfeind, weil er eben sagt, ja, also irgendwo hat es vielleicht auch was mit Ethnie zu tun, wir können auch integrieren, das ist überhaupt kein Thema, aber es gibt schon irgendwo einen gewachsenen Volkskörper. Historisch gesehen gibt es das halt. Mit natürlich Integration von anderen Leuten, die eingewandert sind, aber trotzdem, irgendwo gibt es das. Und das darfst du halt nicht sagen. Also die ganzen Gesetze werden gegen dich verwendet und umgedreht. Und als die Leute das Grundgesetz geschaffen haben, hatten die das hier unter Garantie nicht auf der Agenda. Als Folge des Gerichtsurteils mussten Hoss und Hopf die Folge des Podcasts löschen. Bei einer Zuwiderhandlung gegen die entsprechende einstweilige Verfügung drohten ihnen ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro. Zwar sind die Aussagen von Hoss und Hopf im biologischen Sinne zutreffend, die betroffene Transfrau sei allerdings rechtlich und sozial als Frau anerkannt, so das Gericht. Ja, kann ja so sein, dass ihr es so gemacht habt, weil ihr so irre seid und das Rechtssystem hier umfriest. Aber nichtsdestotrotz, ich nehme ihr nicht die rechtliche und soziale Anerkennung. Wenn ich sage, ist eigentlich ein biologischer Mann. Kann sich als Frau fühlen, kann man ja auch anerkennen, ist ja alles gut. Trotzdem ist Fakt, ist ein biologischer Mann. Punkt. Das eine macht ja nicht das andere eigentlich kaputt. Es sei denn, ich will eine Agenda durchsetzen. Es sei denn, ich will Leute zwingen, meiner Weltsicht zu folgen. Es sei denn, ich will den Menschen in eine Form pressen. Ich will ihn umbauen zum geschlechtslosen, neutralen Konsumenten ohne nationale Identität. Wenn ich das will, dann gehe ich vor Gericht. Hoss reagiert in seinem Statement auf X mit Unverständnis auf das Urteil. Er nannte das Verfahren juristischen Irrsinn und merkte an, dass es die Grenzen eines Rechtssystems aufzeige, das versuche, komplexe soziale und biologische Realitäten in starre Kategorien zu pressen. Hoss und Hopf hadern mit einem potenziellen Berufungsverfahren aus Angst vor weiterer Zensur. Der Fall, mit dem sich Hoss und Hopf in ihrem Video beschäftigten, sorgte im vergangenen Juni für großen Wirbel. Ein Erlangener Frauenfitnessstudio hatte einer Transfrau den Zugang verwehrt. Die Betreiberin berief sich auf ihr Hausrecht, sie wolle keine biologischen Männer in ihrem Frauenfitnessstudio zulassen. Daraufhin schaltete die Transfrau, welche keinerlei geschlechtsangleichende Eingriffe hat durchführen lassen, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein. Diese riet der Betreiberin des Fitnessstudios, eine Entschädigung in Höhe von 1.000 Euro an die Transfrau zu zahlen. Später wurden auf beiden Seiten des Rechtsstreits Anwälte hinzugezogen, ein Prozess zeichnet sich ab. So, wer steckt denn dahinter? Ferda Attermann. Ferda Attermann ist übrigens die gesagt hat, deutsche Kartoffeln. Das heißt, Frau Attermann
hat mit Deutschen nichts Gutes im Sinn. Und das zeichnet sich auch hier wieder ab. Es geht darum, Deutsche mit ihren eigenen Gesetzen zu diskriminieren, sie wirklich über den Tisch zu ziehen, zu verarschen und die Gesetze auf oder bis zur Unkenntlichkeit zu verzerren, weit jenseits der eigentlichen Interpretation am Anfang, als diese Gesetze geschaffen worden sind, um uns zu demütigen. Im Prozess gegen Hoss und Hopf hatte die Transfrau nun bereits Erfolg. Die Entscheidung des Gerichts wirft zahlreiche Fragen auf. Ist das Nennen des biologischen Geschlechts nun nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt? Insbesondere, wenn die Betroffene sich keinerlei optische Anleitung unterzogen hat. Solche Entscheidungen dürften sich in Zukunft vor allem nach Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes wohl häufen. Es ist Wahnsinn. Das ist eine kranke Ideologie, die im Prinzip auch unsere Gesellschaften zerstören soll. Warum sind andere Gesellschaften so stark und vital? Weil der Wert von Familie und Geschlechterrollen noch nicht komplett ins Negative verkehrt wurde. Und weil man diesen Dingen bei aller Kritik, die starre Rollenbilder natürlich haben, immer noch viel Gutes abgewinnen kann. Und man schleift hier alle Werte. Das ist kein Zufall. Es geht hier um die Zerstörung Deutschlands und Europas. Darum geht's. Auf allen Ebenen. Die Werte werden zerstört, das Volk wird zerstört, die Sprache, das Rechtssystem, die Grenzen werden zerstört. Es ist meiner Ansicht nach ein großer Plan. Und das ist nur ein Teil dieser, wie vielleicht religiöse Leute sagen würden, satanistischen Umkehrung. Und ich finde, auch wenn ich kein besonders religiöser Mensch in der Hinsicht bin, es irgendwie passend. Und übrigens ist es nicht auszuschließen, dass Leute, die im Hintergrund sitzen, tatsächlich einer solchen Agenda folgen. Denn es ist nun mal Fakt, es gibt Geheimorden, das ist belegt, die mit der Welt Dinge vorhaben. Und es gibt auch Satanismus. Es gibt diese Leute, die in hohen Positionen sind. Die gibt es. Die sich auch gegenseitig stützen. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist Fakt. Die sitzen überall unerkannt und verfolgen ihre Agenda. Und dementsprechend ist es prinzipiell noch nicht mal auszuschließen, dass solche Leute irgendwo die Fäden ziehen. Und wenn wir uns Olympia angucken oder die Eröffnung des Gotthardtempels, Gotthardtempels, Blödsinn, des Gotthardtunnels, ja, dann hat das schon verdammt religiöse Aspekte, was wir da sehen. Da muss man schon ziemlich die Augen verschließen, wenn man das nicht sieht, sage ich mal. Und das konnte man bei Olympia, finde ich, auch deutlich sehen. Aber wie gesagt, ich bin da ja eher minder spirituell, ich habe so meinen eigenen Glauben. Ich bin da nicht so, aber ihr könnt da gerne reinschreiben, was ihr dafür denkt. Vielleicht seid ihr da ganz anders orientiert. Sieht das ganz anders oder sieht das genau wie ich noch viel schärfer? Das weiß ich nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, teilt bitte das Video, unterstützt mich. Ich danke euch und auf bald.